Hallo, euer Chris wieder am Start. Neue Folge Boxschuppen. Jo, und es geht weiter mit Boxschuppen. Ja, und zwar geht es jetzt mit dem Projekt los, was mir der liebe Steffen vor einer Weile mit hergebracht hat. Als er die Ernst Wolf MZ geholt hat, hat er mir doch eine neue MZ gebracht, eine weitere, zum Schickmachen. Und ich würde erstmal sagen, zeige ich euch erstmal nochmal ein kleines Pörntchen davon. Stück hier vor uns und ja, lange Zeit habe ich überlegt, was kann man denn daraus machen, was macht man denn daraus, und dann habe ich da noch mal ein bisschen nachgehakt und so nachgefragt, was genau darf ich denn machen und was geht nicht oder wie stellt derjenige sich denn vor, wie soll sie aussehen, und irgendwie so richtig was kam da nicht raus. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich tue einfach Eigeninitiative ergreifen und habe einfach mal nach ein paar Bildern gesucht und habe erstmal mir selber Gedanken gemacht. Dann habe ich so gedacht, ich mache so im 80er Jahre Motocross-Stil, weil ich habe mir damals auch mal eine ETZ gewünscht, aber eine 150er, die ich gerne zum Cross-Modell umgebaut hätte. Aber hat sich bisher noch nie ergeben. Also falls noch jemand eine Schrotte ETZ 150er rumzustehen hat, die er abgeben möchte oder mir spenden möchte, bevor sie ganz verschrottet wird. Also ich bin immer gerne für alles zu haben. Jedenfalls habe ich dann so mehrere Ideen gehabt und so ein bisschen was, mir mal ein paar Bilder so von verschiedenen Motorrädern so angeschaut. Hat mir aber irgendwie alles nicht so richtig gefallen, und dann irgendwie kam mir der Gedanke, man könnte doch theoretisch die so ein bisschen so als GS anspielen lassen. Also nicht wie eine richtige GS aussehen lassen, weil dafür habe ich einfach die Teile nicht. Aber so mal ein bisschen da mal so ein neues Heck und da mal eine Lichtkanzel vorne dran, eine bestimmte und so. Und mal so ein bisschen so auf diese GS-Modelle so anspielen, wie sie so damals halt gefahren wurden. Dann habe ich diese Idee einfach mal weitergegeben. Und diese Idee fanden die sehr begeisternd. Und somit habe ich mich dann entschlossen, okay, ich mache daraus so eine Anspielung auf eine GS. Genau, und dann würde ich mal sagen, gehe ich mal ans Schrauben ran. So, da war halt auch noch eine Menge Arbeit auf mich. So, und hier haben wir schon das erste, was ich umbauen will. Und zwar haben wir hier einen ETZ-Tank von der zweiten Serie. Ich glaube, das ist Serie 251. Was mir bis dato jetzt nicht bekannt war oder auch nicht bekannt ist, dieser Einfüllstutzen hier auf der rechten Seite. Also der ist auch relativ klein, sieht fast aus wie von einer Simson irgendwie eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob das so original war. Also für alle, die sich da auskennen, können mir mal sagen, ob das, also drunter in die Kommentare schreiben, ob das original war. Aber diesen Tank, ich finde den einfach zu groß, zu klobig, zu schwer. Von der Linienförmigkeit gefällt er mir auch nicht. Da habe ich mir einfach noch einen ETZ-Tank besorgt. Moment, muss ich mal kurz wechseln.
So habe ich mir hier einen von einer 150er besorgt oder 125er. Sieht natürlich nicht mehr schön aus und der wird natürlich auch so nicht bleiben. Den werde ich natürlich ausbeulen, schön von innen alles rostfrei machen, neu lackieren. Und den werde ich jetzt einfach mal gucken, ob der auf der FZ passt. Wisst ihr, was das Tolle ist, Leute? Das ist mal so schön, was ihr das. Es passt einfach wie angegossen. Das ist wunderschön. Also so macht der Schrauben wirklich Spaß und das Testen und Basteln, wenn alles aufeinander passen tut. Na bitte, et voilà. Ja, und so sieht es noch mal ein bisschen besser von der Seite. Also wie gesagt, der 125er Tank gefällt mir da viel, viel besser, viel kleiner. Damit kann man viel besser wenden. Also so würde ich das auf jeden Fall schon mal mir gestalten wollen. Aber der Tankdeckel jetzt, der bleibt natürlich so oben nicht drauf. Aber bevor ich jetzt weiter designe, also wie gesagt, Front und Heck werde ich definitiv verändern. Das lasse ich so nicht gelten. Ja. Ach ja, und jetzt folgender Fun-Faktor. Und zwar, als der liebe Steffen mir diese Maschine anbrachte, gab es folgendes Problem. Die Maschine lässt sich durchtreten, fühlt sie sich aber im ersten Moment an, als hätte sie keinerlei Kompression. Aber irgendwie bei mehrmaligem Durchtreten, oder sagen wir mal, spätestens beim dritten Mal, ist auch ein anderer Kumpel, der zu dem Zeitpunkt hier war, dem ist aufgefallen. Sag mal, das könnte doch die Kupplung sein, dass die Kupplung ein Ding weg hat. Dann habe ich einfach mal hier vorne einen Schraubenzieher leicht reingesteckt und habe mal ganz langsam durchgetreten, ob der Kolben sich bewegt. Und nein, er bewegte sich nicht. Dann habe ich versucht, irgendwie Gang irgendwie was hoch runter zu schalten oder so. Das geht auch nicht. Also es gehen hier keinerlei Gänge rein oder beziehungsweise raus. Und somit könnte ich mir denken, dass die Kupplung ein Ding weg hat. Feste gebrannt oder so, keine Ahnung, aber da werde ich in einem anderen Video mal ein bisschen genauer darauf eingehen, mal gucken, ob ich das Problem lösen kann. Aber ich würde jetzt sagen, bevor es jetzt hier mit dem Stylen weitergeht, jetzt kommen wir erstmal ans Haupteingemachte, alles auseinanderbauen. Genau, Schrauben immer dahin, wo sie hingehören. Und Mutter, damit wir sie auf Jahr wiederfinden. Den Lenker werde ich auf jeden Fall auch ändern. Der ist mir einfach zu flach, da kommt ein schöner originaler DDR-Crosslenker drauf. Yeah! Das gute alte DDR-Fest noch. Wo irgendwie alles so ein bisschen Asbest halt wie früher. Nee. Der Kollege Rohrig, also. Oh. Oh, schon ganz schön.
Oh ja, da ist schon ganz schön was. Also ich weiß nicht, kann mir die helfen? Irgendwie riecht das alles nach Asbest bei den alten Dingern. So. Ich überlege, ob ich vorher das Vorderrad rausnehme. Ich glaube, das wäre sogar besser. Weil wenn ich mir das hier so angucke, hier so richtig fest ist, dass hier alles hochlegt, dass es irgendwie alles nicht halbes und nicht ganzes, also muss auf jeden Fall raus. Bremsen für die Scheibenbremse fehlt auch, aber das machen wir alles noch. Also ich würde erstmal sagen, so, ich nehme erstmal die Achse raus. Frische Werkzeug an, 36er. Boah. Gut, Hämmerchen. Stehen bleiben. Meine Herrschaften! Boah! Alter, ist das alles vergammelt hier! Wahnsinn! So, da haben wir schon mal das schöne Vorderteil. Mit so einer Art Befestigung habe ich das auch noch nicht gesehen. Finde ich aber richtig cool gelöst eigentlich. Vielleicht ein bisschen massiv, könnte man vielleicht ein bisschen schlanker gestalten, aber die Lösung an und für sich finde ich ganz cool gemacht. Alles feste wie so. Das Geile war, ich hatte zwar nicht so ganz, also beziehungsweise verstanden habe ich schon, aber habe ich so auch noch nicht gesehen. Und zwar an der Auspuffhaltungslasche, normalerweise Schraube von Mutter. Und hier wurde aber mit einer zweiten Mutter gekontert. Warum genau, weiß ich nicht. Also entweder lag es vielleicht daran, dass keine selbstsichere Mutter mehr am Haus war oder vielleicht keine Federringe mehr für die andere Mutter. Auf jeden Fall wurde so gekontert. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber hat funktioniert. Hat super gehalten. Und das ist doch die Hauptsache. So. Hier haben wir die Jude Renntüte abgebaut. Hier liegt sie da. Ist wirklich eine interessante Art von Auspuffanlage. So eine Art habe ich das auch noch nicht gesehen. Da will ich auch mal nachschauen. Kennt das jemand von euch so in dieser Variante? Wie gesagt, habe ich so eine Art auch noch nicht gesehen. So, und mit dem Motorrad sieht es jetzt, jetzt so aus, soweit ist es jetzt auseinander. Ich wollte eigentlich in einem Zug jetzt auseinandernehmen, in einem Video, aber ich habe einen Anruf gekriegt, beziehungsweise einen Termin und muss gleich los. Ja, von daher, Moment, ich drehe mal die Kamera um. Von daher muss ich leider jetzt dieses Video hier beenden. Aber wie gesagt, die Restdemontage mache ich auf jeden Fall im zweiten Teil komplett fertig. Und damit es auch mit dem Neuaufbau schon losgehen kann. Also würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Immer fleißig kommentieren für den Algorithmus. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Bleibt gesund. Ciao.